Hallo, ich begrüße alle Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten zu eurem Monatsorakel. Das ist ein allgemeingültiges Orakel, das heißt, es kann, muss aber nicht auf dich zutreffen. Wir schauen uns hier die allgemeine Tendenz an für den Monat Juni. So, und wir schauen uns mal hier das Hauptthema an. Und zwar haben wir hier das Buch. Das Buch bedeutet, dass vieles noch nicht spruchreif ist. Das Buch kann aber auch Weiterbildung bedeuten, aber auch vieles Unausgesprochene. Schauen wir uns die umliegenden Karten an. Wir haben den Hund, der für die Freundschaft steht, für die Treue steht. Dann noch das Kleeblatt, das kleine Glück. Die weibliche Hauptperson, das kannst jetzt du sein, wenn du als Frau zusiehst, aber wenn du als Mann zusiehst, kannst das natürlich auch du sein oder jede andere dir wichtige Person. Buch und Hauptperson bedeutet für mich auch immer, man kennt diese Person noch nicht. Ja, vielleicht wirst du im Juni eine Person kennenlernen. Ja, das wäre für dich hier auch glückhaft. Dann haben wir die Fische. Die Fische bedeuten Geld, aber auch Seelenebene. Dann haben wir den Ring für die Partnerschaft, aber auch für Verträge. Also hier kann man schon zwei Deutungen machen. Dann haben wir den Baum für feste Wurzeln schlagen, Stabilität, Wachstum. Die Mäuse, etwas geht in den Verlust, aber auch Ängste. Und wir haben hier den Anker, der hier für Arbeit steht oder auch für feste Verankerung. Deuten wir mal so das Thema Arbeit und Geld. Da kann es sein, dass du vielleicht im Monat Juni auf Verträge hoffst. Ja, der Ring steht ja auch für Verträge, aber weil hier daneben das Kleeblatt liegt und hier die Mäuse auch sind, heißt das für mich, dass hier ein Vertrag nicht zustande kommt im Juni. Ja, es geht hier auch um einen regelmäßigen Geldfluss. Da sind aber Dinge, über die man nicht spricht. Es kann auch sein, weil hier die Mäuse noch dabei liegen beim Geld, das, was natürlich auch heißt, dass hier ein Geldverlust stattfinden wird, dass du schon noch damit rechnen kannst, ja, dass eine regelmäßige Zahlung vielleicht auch unterbrochen wird. Ja, das wäre hier so die eine Variante. Nichtsdestotrotz schaust du hier auch in das Glück rein, ja, in das unverbindliche Glück. Ja, das muss man dazu sagen. Das Kleeblatt bedeutet ja Unverbindlichkeit. Vielleicht geht es bei dir in der Arbeit um einen Vertrag oder auch um einen Geldvertrag, wo du vielleicht erhoffst, dass Geld regelmäßig kommt, aber das wird hier auch in den Verlust gehen. Ja? Und das Ganze scheint auch hier sehr, sehr unverbindlich und eben nicht regelmäßig zu sein. Und man traut sich vielleicht auch hier nicht, über diese Thematik zu sprechen. Entweder du nicht oder eine dir wichtige Person. Ja? Traut sich hier nicht darüber zu sprechen. Feste Wurzeln sind zwar geschlagen, aber die Mäuse knabbern ja auch hier drauf. Feste Wurzeln sind im Bereich des Geldes geschlagen, aber wenn du hier wirklich Geldprobleme hast oder vielleicht jetzt noch gar nichts damit anfangen kannst, kann es schon sein, dass es in der Arbeit mit Verträgen, dass vielleicht hier Verträge auch nicht zustande kommen werden, wo natürlich das auch auf das Geld Einfluss hat, ja, dass hier eine regelmäßige Geldzahlung unterbrochen wird, ja, dass hier diese regelmäßige Zahlung eher unverbindlich ist, also eben nicht regelmäßig, ja, dass das im Juni unterbrochen wird und du möchtest hier vielleicht auch nicht so recht darüber sprechen. Es kann aber auch bedeuten, dass du vielleicht hier eine Weiterbildung machen möchtest, eine Ausbildung oder eine dir nahestehende Person möchte das gerne machen und möchte hier einen Vertrag abschließen. Ja, dann heißt das einfach, dass hier dieser Vertrag nicht zustande kommt im Juni. Das ist zu unverbindlich. Ja, und da geht es eben hier auch nicht um eine regelmäßige Ausbildung. Ja, man wird das eben hier auch nicht unterschreiben und dann natürlich auch nicht machen, ja, diese regelmäßige Ausbildung. Vielleicht auch
weil es sich finanziell vielleicht auch nicht ausgeht, ja, dass man hier das einfach finanziell nicht stemmen kann. Das heißt, wenn du vielleicht wirklich eine Weiterbildung planst oder jemand anderes in deinem Umfeld, sieht es so aus, dass es eben hier im Juni eher so in die Hose gehen kann, ja, wenn das eben wirklich für dich bestimmt ist. Das ist ja ein allgemeines Orakel. Deuten wir jetzt die Seite der Partnerschaft, der Liebe, auch hier. Wir haben hier zwar eine heimliche Partnerschaft, vielleicht lernst du hier auch jemand Neues kennen, aber das Ganze ist unverbindlich. Es ist zwar eine Seelenpartnerschaft, ja, man ist sich hier auch treu, aber das Ganze ist und bleibt im Juni unverbindlich. Ja, es kann auch sein, dass sich hier die feste Verankerung mit dieser in dieser Partnerschaft, in dieser Verbindung in den Verlust geht. Also, dass man hier wahrscheinlich wieder damit rechnen muss, dass vielleicht kein Kontakt ist. Vor allem all jene, die zum Beispiel einen Wunschpartner haben. Ja, es geht hier offensichtlich um eine heimliche Partnerschaft. Entweder bist du die Affäre eines Mannes, dass du einen Wunschpartner hast, eine Wunschpartnerin, oder weil eben Hauptperson und Buch für mich immer eine Person ist, die man noch nicht kennt, dass du hier jemanden kennenlernen wirst. Das wird ja auch eher so auf freundschaftlicher Basis sein. Das Ganze ist eher auch so unverbindlich. Ja, also es geht hier eben nicht in die Verbindlichkeit. Ja, weil der Ring steht ja normalerweise für Verbindlichkeit. Und unterhalb der Anker bedeutet ja auch feste Verankerung der Partnerschaft. Aber das ist noch nicht spruchreif. Und diese Verbindlichkeit geht ja auch in den Verlust, weil die Mäuse dabei liegen. Also sieht es hier im Bereich der Partnerschaft so aus, dass es eher unverbindlich ist. Man mag sich, man ist sich auch treu in dem Sinne, ja, indem man eben auch regelmäßig Kontakt hat, ja, weil der Klee ist ja auch eine Kontaktkarte. Aber eine Partnerschaft ist einfach nicht spruchreif. Es ist zwar Seelenpartnerschaft, ja, feste Wurzeln sind geschlagen, aber hier mit den Mäusen, die ja auch Verlustängste bedeuten, vielleicht hast hier auch du Angst, dass eben hier keine Partnerschaft zustande kommt und eben hier die Mäuse ja wirklich auch für Verluste stehen, heißt das für mich, okay, eine verbindliche Partnerschaft, eine feste Verankerung mit dieser Person wird hier im Juni nicht möglich sein, wenn du dir das wünscht. Ja, also das ist hier so die Deutung, die, also wie ich dieses Kartenblatt deute, wenn es hier um die Partnerschaft geht. Es kann sein, dass du das ganz anders deutest, ja, aber immer wieder muss ich dazu sagen, das ist meine Deutungsweise und ich deute nicht nach strikten Kombinationen. Ja, ich finde das oft nicht gut, wenn man da jetzt in einem Buch nachschaut, was bedeutet jetzt diese und diese Kombination. Ja, man sollte auch mit seine Intuition vertrauen und auch intuitiv deuten. Und das mache ich auch. Und das ist eben hier das quasi das Ergebnis meiner Intuition. Du kannst das natürlich für dich ganz, ganz anders deuten, ist natürlich vollkommen in Ordnung und soll auch so sein. Jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du vor einer Entscheidung stehst, eine Frage zu stellen, also eine Entscheidungsfrage. Wenn du Zeit brauchst, halte das Video an. Ich decke gleich die allererste Karte auf, muss aber dazu sagen, wenn du jetzt vor keiner Entscheidung stehst, ja, und vielleicht kommt das im Juni, ja, dann schalte das Video aus und rufe vielleicht, wenn du im Juni vor dieser Entscheidung stehst, noch einmal dieses Orakel und entscheide dich dann für eine Karte, ja? Hinter der ersten Karte haben wir die Antwort. Ja, aber es wird nicht leicht gehen. Das ist mal deine Antwort. Unter der zweiten Karte haben wir hier, ja, genieße es. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Legung helfen. Vielleicht passt das auf den einen oder anderen. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wünsche euch einen wunderschönen Juni und viel Erfolg, viel Liebe und alles Gute.